Hey ho, Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Ja, das letzte Mal waren wir auf dem Weg zum Roten Echo. Ja, bin gerade nicht mehr auf dem Weg, wie euch gerade auffallen sollte. Bin zurückgegangen zum Bike und zu einem Lagerfeuer, aber wir sollten nicht so weit entfernt sein von dem Standpunkt, wo wir letztens waren. Und mir fällt gerade auf, wir haben mal wieder kein Reittier. Das ist unten rechts auf. Deswegen werden wir, glaube ich, mal die Initiative nutzen und mal gucken. Denn wir können auch diese Wächter überbrücken und ich wäre mega gespannt, ob man die Wächter reiten kann. Da wäre ich wirklich gespannt. Dann werden wir uns an die mal ein bisschen anpirschen. Wenn ich mehr über diese Maschinen erfahre, kann ich sie vielleicht überbrücken. Den kann ich doch. Aber ja, den kann ich doch. Laut dem Maschinenhandbuch kann ich den hier überbrücken. Ja, den kann ich überbrücken. Nice, sehr schön. Gibt es einen Kämpfer für mich oder kann ich auf dem reiten? Nee, ich glaube, das ist einfach mal ein Freund, der mit mir mitkommt, oder? Bist du reit hier, oder? Also. Was denn? Verarschen? Okay, 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 wie kriegst du das? Willst du bitte dein Schild wegmachen? Alter, Alter, Alter. Alter, was? Alter, was? Geh doch weg, verdammte Scheiße! Ah! Fick dich! Schwinde! Scheiße, oh Scheiße. Alter! Alter! Wie schnell ist das Teil? Diese Krabbe, diese extrem. So, jetzt kriegst du Feuerschaden. Komm erstmal damit klar! Ist ja extrem, was ist das überhaupt? Panzerwanderer. Alter, wann geht der bitte down? Hier sind so viele. Alter, was? Alter! Was jetzt mit dir, Kollege? Ach, ich wollte auch noch. Ah, geh doch weg! Geht auf eure lohe Welt aus. Du Scheiße, geh weg! Oh, fuck! Geh weg! Wie agil die Teile auch sind. Alter, wie der einfach vorher sieht, wo ich hinspringen will. Wie auf deine Waffe hier aus. Komm doch. Was? Alter, wie ich bei den Heiltränken des Todes brauche. Boah, Alter. Feuerschaden, bitteschön! Alter, ich crafte mal nach. Dass mir die Feuerpfeile ausgehen. Ich kann gar nicht mal nachcraften.
wir mit ihm hier fertig werden. Alter! Das ist ja unglaublich! Das ist der längste Fight ever! Alter! Ich will ihn überleben, verdammt du Scheiße! Alter! Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Wie viele wollt ihr jetzt noch kommen? Mal einen Feuerschutztrank nehmen, das wäre auch, glaube ich, dir mal gerichtet. 13 von den Viechern. Alter, lass mein Kumpel jetzt da raus! Ich finde das schon leicht ätzend, dass er jetzt einen Kumpel zur Hilfe bittet. Alter, wie der einfach weiß, wo ich hin will! Alter, willst du mich verarschen? Der Wächter, das ist halt die fucking Ernst gerade. Gott, I'm struggling! Ich bin zu heftig, I'm struggling! Ich muss weg. Das wird nix. Alter! Ihr wollt mich doch verarschen! Alter, wir fallen jetzt schon ganze 8 Minuten durch! Wir kommen doch her! Komm! Komm! Ich könnte keinen verbrauchen, bitte! Komm doch! Behälterdinger sind, diese Panzerbehälter-Gedönsdinger. Ich brauche Regeneration, verdammt! Ich hab nichts. Ich meine, einen würde ich wegkriegen, aber dann nicht die anderen zwei noch. Ich will den jetzt auch noch. Nee, ich will den noch besiegen. Der explodet und jetzt das letzte ist, was ich tue. Keine Munition mehr. Craft ich nicht. Er stirbt! So. Da drüben sollte es nicht gecheckt haben. Du, ich bin nicht da, ne? Was ist das hier eigentlich? Boah. Hast du mich mal bitte vergessen hier? Geh weg! Ich will nichts mit dir zu tun haben. Dummer Panzerwanderer. Noch zwei Kollegen von dir. Natürlich suchen sie dich. Was ist jetzt in diesem Behälter? Metallscherben. Wow, sehr episch. So. Wir werden einfach mal weitergehen und die links. Kümmert euch einfach um eure Sachen. Ja, ich brauche Heilung, verdammte Kacke. Kann man nicht auf das Fleisch verzehren? Ich hab keine Ahnung. Dankeschön. Nein, ich werde trotzdem nicht auf die Feinde da hinten wieder wechseln. Wir gehen weiter unserer Quest nach. Mann! Was war das gerade für ein Einstieg in die Folge, bitte? Das war der heftigste Kampf bisher. Die zwei Säbelzähne waren nicht so heftig. Um Längen nicht so heftig. Aloy nicht abtrennen, bitte. Zwei Säbelzähne habe ich ja noch gut wegbekommen. Aber der Panzerbehälter weg, der gedöhnt. Der war heftiger. Oh, Scheiße. Sag nicht. Das sind
gerespawnt. Die beide sind gerespawnt. Oh nee, ich hab keinen Bock auf die. Nee, ich mach dir nicht nochmal. Einmal reicht, ich außen rum. Ich mach dir nicht zweimal. Nee. Wir können mal getrost hier am Weg chillen. Aber jetzt haben wir wenigstens auch die Bestätigung, dass Maschinen respawnen, dass wir nicht die Gebiete clearen und dann sind sie weg, sondern dass die wirklich respawnen. Und wir können uns schon mal merken, wenn wir irgendwelche Teile von Säbelzähnen brauchen, hier sind unsere zwei Freunde, die uns gerne mit ausstatten. Mit Leib und Leben. Ich würde scannen, damit ich weiß, dass die nicht weit weg sind, dass die uns sofort sehen, wenn wir uns da um die Ecke drücken. Ja. Wir gehen einfach trotzdem mal hier weiter. Was ist das hier? Hier wollten wir hin, ne? Was ist das hier? Alter, das ist ein Teufelsleid. Ein bedrohlicher Anblick, was? Fragst du dich nicht manchmal, wie es ausgesehen hat, als die Alten hier noch lebten? Du bist nicht wie andere, Nora. Ich hörte davon. Kriegsherrin. Unsere Späher haben Lager in den Ruinen gefunden, die den Eingang zum Metallring sichern. Gut, fangen wir mit diesen Lagern an. So schlagen sie keinen Alarm. In Ordnung. Zerstören wir die Lager. Dann können wir unsere Feinde im Metallring überraschen. Ich schalte den Alarm aus. Wir senden zu jedem Lager Krieger aus, als Bereitschaft. Was du anfängst, beenden sie. Okay, alles klar. Oh, was? Die drei kleinen Lager, alles klar. Und das hier ist der große Bubba wahrscheinlich. Ich sage, wir gehen zuerst zu dem Lager hier, ne? Puh. Heilung könnten wir trotzdem brauchen. Ich hoffe, wir finden da irgendwo was. Das wäre sehr reizend. Als Kind fiel mir das irgendwie leichter. Ja, du bist alt geworden. Sorry. Ja, es ist auf jeden Fall Zeit zu kämpfen. Es ist Zeit. Unser Mentor Rost. Zurecht. Wie ich dieses Wort einfach nicht gerne ausspreche. Hintergrund auch noch. Um unsere Toten zu ehren und ja. Unsere Feinde zu strafen. Kommst du näher gerade oder? Ich möchte gerade. Na, mach ruhig. Was ist das hier? Das ist ein Panzer. Oder sehe ich das richtig? Aber das ist ein heftiger Panzer. Das ist kein Panzer aus der Jetztzeit. Aber aus unserer Zeit, von du und ich und so. Das ist was Neues. Schade, dass wir da nicht mehr rausfinden können bei dem. Ist auch schön, dass der wirklich einfach hier rumsteht. Wo wollen wir denn gerade hin? Aber mal. Ich würde sagen, wir werden auch ein bisschen heimlich versuchen zu agieren, damit wir nicht alles sofort aufschrecken. Deswegen. Okay, das ist wahrscheinlich nicht der einzige Grund, aber wahrscheinlich ist der Hauptgrund dafür, dass wir jetzt leise und heimlich agieren, dass wir sau wenig Leben haben. Was nicht geil ist. Hi! Euch kann ich wahrscheinlich nicht überbrücken, ne? Vielleicht kann ich trotzdem herlaufen, wahrscheinlich, ne? Dann kann ich dich wenig ausschalten. Oder ich kann nicht mehr überbrücken, ich weiß es nicht. Mal gucken. Bin nicht sicher, ob ich so einen Wächter überbrücken kann. Nein, kann ich nicht. Dann halt so. Dann halt so. Ist auch okay. Moment, wen hast du erwischt? Niemanden. Bin ich da? Du kannst gerne herkommen. Ja, komm doch. Ich wüsste, wo du bist. Wir haben Besuch. Hi. Hat er die Nachricht jetzt noch weitergegeben oder habe ich ihn schnell genug umgebracht? Ich glaube, es hat ihn niemand gehört. Ich hoffe, es in Klammern. Es wäre sehr nett von dir, wenn du einen Heiltrank dabei hast. Hast du einen Heiltrank dabei? Das ist nur Metallscherben, Mann. Okay, wir werden wirklich still und leise agieren. Wir werden mal ein bisschen den Assassinen raushängen lassen und nicht nur die Berserkerkriegerin. Wäre, glaube ich, hier ein bisschen schlauer. Down! Ich mache wirklich bei den Maschinen mehr Sorgen hier im Kampf als. Wer liegt hier? Jemand, bin ich da?
Hier liegt eine Leiche. Nee, ehrlich? Also, wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Komm doch her. Ja, komm doch. Ist das niemand von uns. Nee. Ist nicht. Keine Sorge. Ist niemand von euch. Keine Sorge. Der ist tot. Ehrlich? Und du auch. Easy. Macht eigentlich doch Spaß, auch heimlich zu agieren. Können wir jetzt jeden Einzelnen rauslocken hier? Das wäre natürlich lustig. Ich glaube, wir müssen auch ein bisschen stärker zur Tat vorschreiten. Was bringt dieser Behälter hier eigentlich? Ich glaube, das ist ein Lohe. Was war denn das jetzt? Ich komme hier runter, gehe zum Behälter, check nicht, dass hier der hier steht. Und der bemerkt mich einfach nicht, wie du Mist, der Dulli. Ist ja klar, dass die alle jetzt hier sterben. Die haben ja überhaupt keinen Skill. Ich komme hier hoch, oder? Komm ich nicht? Was, Eloy? Was ist denn los? Eloy. Vorratskiste. Lohe. Nice. Hier sind wir wieder versteckt. Das ist sehr schön. Denk mal im Moment nicht ganz so wirklich viel. Wir sind hier. Alarm zerstört. Oh, nice. Oh, jetzt können die anderen Leute herkommen und das alles hier wegmetzeln, ne? Ist das richtig? Ja, ne? War das Ziel jetzt? Ne, wir haben es noch nicht, okay. Ich würde das hier alles säubern. Haben die das jetzt gecheckt, dass ich den Alarm zerstört habe, oder? Wo sind denn die Dullis? Hallo, ich bin hier. Müssen wir jetzt den Rest dieser Leute noch finden oder reicht das, was wir gerade gemacht haben? Hallo, ich bin hier. Ist hier jemand oder? Ich stehe doch ganz offen hier, die müssen mich doch sehen. Warte, ich mache mal einen Signalschuss. Ja gut, wenn die das nicht gesehen haben, sind sie tot. Erledige die Kultisten und die Maschinen. Darin lebt doch niemand mehr. Ich mache hier so den Lärm gerade. Na gut, Planänderung. Wo denn? Hi, da hast du dich auch noch versteckt. Was ist lieber bloß? Ach komm, ach komm, hör auf! Nee! Alter, was hast du gerade unterschätzen? Haben wir's? Ja, wir haben's. Sehr schön. Der eine Faggot hat noch gefehlt. Du hast doch bestimmt einen Heiltrank dabei, oder? Du stehst ja gerade so in der Mauer. Wüstenglas. Wer braucht denn sowas? Ich brauche einen Heiltrank oder eine fucking Beere oder so. Mann. Okay, wie gesagt, ab zu Lager 2. Mit einer deutlich verwundeten Elo. Was nicht schön ist. Was ist denn das hier? Altes GP-Spezial. Dann müsste ich etwas anderes. Ja, machen wir wieder. Keine Sorge, kriegen wir hin. Erstes altes Gefäß gefunden. Nämlich Munition, Tragekapazität. Von alles eigentlich sollten wir. Outfit, nee, Rohstoffbeutel. Für das Upgrade brauchen wir Reinholz. Wir haben natürlich kein Reinholz. Das ist natürlich logisch, dass wir kein Reinholz haben. Dann können wir es leider nicht mitnehmen, was dumm ist. Ich will das mitnehmen. Okay, dann werden wir einfach was anderes wegmachen. Weil das ist ein. Haben wir das jetzt automatisch gemacht? Wir haben es automatisch genommen, okay. Den Behälter nimmt sie automatisch. Finde ich ganz geil. Okay, dann würde ich sagen, zum nächsten Lager. Einfach mal Ausschau halten nach irgendeiner Beere. Ich brauche so eine Beere. Ich brauche so eine Eimer Heilung. Das reicht schon. Ist das eine Beere? Ja! Okay, das reicht mir schon. Jetzt kann ich wieder Berserker machen. Jetzt sagen wir, gehen zuerst zu Lager links. Das ist näher, ne? Okay, sind ziemlich gleich. Okay, wir gehen zuerst zu Lager links. Beere, nice. Und Reinhold. Easy, Reinhold ist immer so ein Highlight. Hallo, Reinhold? Englisch. So. Okay, ich geh doch eine Beere vertragen. Druck. Okay, da vorne sind wir schon. Da vorne ist die Base, ne? Gleich mal uns an. Ich sehe noch keine Maschine oder so. Okay, vielleicht eine Maschine. Und die Maschine hat mich gesehen. Ne, jetzt nicht. Ich bin nicht da. Komm doch her.
Mann! Der stille Schlag hat nicht funktioniert! Der stille Schlag hat nicht funktioniert! Alter, wieder ausweichen! Alter, wie weichst du denn bitte aus? Ich hab noch einen Freund dabei. Alter! Ich hasse es, wenn die Tutis Freunde dabei haben. Komm, die mache ich im Nahkampf. So. Ach du Scheiße. Wächterherz. Nice. Andere Tutis hier. Aber die da drin haben wir trotzdem nicht mitbekommen, was wir mit draußen machen. Sollen. Ja, das wäre natürlich nice gewesen, ey, Leute. Aber so weit denkt man ja nicht. So, passt. Gehen wir rein. Lassen wir den Alarm zerstören. Störe den Alarm. Wo ist denn der Alarm? Alarm ist wahrscheinlich irgendwie da oben wieder, ne? Aber Leute, ich würde sagen, den Alarm werden wir uns in der nächsten Folge vorknüpfen. Ein Lager haben wir jetzt schon in dieser Folge geschafft, denn in der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich alle beiden Lager schaffen. Also, ich bin positiv gestimmt, dass wir das schaffen. Leute, auf jeden Fall, ich verbleibe mit einem Ray und sag ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Schreibt auf jeden Fall in die Comments, wie ihr euch in so einer Situation entscheiden würdet. Ob ihr Rache schüren würdet oder ob ihr milde bleiben würdet. Ich glaube, die meisten werden Rache nehmen, aber ich bin einfach mal auf eure Meinung gespannt. Ray und sag ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute.